Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vollmondbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vollmond von Contra K, das Ganze am 25. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 9. Album von Contra K. Das Album Vollmond gab es in 3 verschiedenen Varianten, in 3 verschiedenen Boxen. Und zwar einmal in den großen Boxen, beziehungsweise zweimal in den großen Boxen. Die habe ich euch hier bereits vorgestellt, eine davon. Und dann gab es zusätzlich zu dieser Mann- und Frau-Box, also diesen beiden unterschiedlichen, noch eine dritte Variante, die etwas abgeschwächte. Und zwar nennt sich das hier das Premium Set, also die Premium Edition. Und die kommt hier auch in einer Box. Die Box ist vom Format her so eine klassische Box, also rein so von der Größe eine reguläre Box im Querformat. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufreißen. Wunderbar, hier hinten hatten wir noch einen Barcode auf der Folie und das ist dann die Box. Vom Design her sind alle 3 Boxen gleich und zwar haben wir hier links den Schriftzug Vollmond, rechts Contra K und in der Mitte gibt es dann das Cover. Wir sehen auch hier wieder, wie hochwertig das gestaltet wurde. Also wir haben hier nicht nur diesen Hochglanzaufdruck, sondern die Box wurde auch hier wieder geprägt. Man kann hier wirklich das Ganze auch spüren. Wir haben hier den schwarz-blauen Vollmond und davor die Schlange und den Wolf, die hier miteinander im Kampf sind. Ansonsten schwarz, hier oben der Contra-K-Schriftzug und hier wieder schwarz. Auf der Unterseite natürlich die Beteiligten, die Logos der Labels. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen und wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann natürlich das Album. Dann Sticker, 1, 2 und ein Poster. So, auch hier sehen wir nochmal den Boxdeckel und hier kann man auch die Prägung nochmal sehen. Also, so sieht das aus. Von innen in weiß. Und dann schauen wir uns gleich mal die Inhalte an. Aber davor müssen wir sie natürlich noch aus der Folie holen. Es gab diese Box meines Wissens in verschiedenen Größen auszuwählen, was sich natürlich auf das Shirt bezogen hat. Und zwar haben wir hier das Shirt in der Größe M, so wie ich es mir ausgewählt habe. Da gab es diverse zur Auswahl. So. So sieht es noch aus, also loyal 100%. Abbaubar, Loyal Shirt, okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Kommt in einem Digipack. Cover ist etwas anders als auf der Box. Wir haben hier das Profil von Contra K. Dann lesen wir hier wieder Vollmond Contra K. Und dann haben wir hier die Schlange. Allerdings ist die hier um seinen Kopf herum. Contra K Vollmond. Und dann kommt die Tracklist zum Vorschein. So, 10 Tracks auf der einen CD, 10 Tracks auf der zweiten CD, bedeutet 20 gesamt. Features sind mit dabei von Samra, Baci, Capital Bra, UFO 361, AK außer Kontrolle, Rico und Skepsis. Und ja, die beiden letzten Features, muss ich ehrlich sagen, sind mir jetzt nicht ganz so ein Begriff. Alicia oder Alicia Ava und Ja Kalib. So, Barcode, Logos, dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich aufklappen. Schlangen auch hier wieder. Und in der Mitte haben wir Contra K mit einer Schlange um den Hals. Und hier dann das Booklet. So. Hier geht's los. Ein Foto von Contra K und Samra vom gemeinsamen Videodreh. Und hier gehen dann die einzelnen Tracks los. Jawohl. Also wir haben hier Lyrics zu den einzelnen Tracks. Das da vorne ist meines Wissens sowas wie eine Widmung.
Dann haben wir die einzelnen Tracks komplett abgetippt, Wort für Wort. Fotos natürlich. Contra K hier mit einem, ich glaube, das ist ein Weißkopfseeadler. Das Wappentier der USA. So, natürlich Lyrics ohne Ende. Dann wieder Fotos vom Videodreh. Und zum Abschluss gibt es dann hier natürlich noch die Album-Credits, alle hier aufgeführt, die daran beteiligt waren. Gut, packen wir das Booklet wieder in die Mitte und kommen zu den beiden CDs. Nummer 1 hier links, auch wieder hier in diesem schwarz-blauen Vollmond-Design. Und rechts dann CD Nummer 2, ebenso gestaltet. So, das war es mit dem Album, mit der Doppel-CD im Digipack. Als nächstes haben wir dann das Shirt. Und das gab es wirklich nur in dieser Box-Variante. Also in den beiden anderen, in den großen Boxen, war das hier nicht dabei. Das war wirklich exklusiv hier. So, wir haben hier ein schwarzes Shirt mit einem grünen Aufdruck. Hier oben lesen wir einmal Loyal. Dann haben wir hier wieder das Cover. Wir erinnern uns. Moment, hier. Allerdings von der Optik etwas abgewandelt. Also man sieht schon, die Schlange ist hier nicht so ein schwarz-blau, sondern mehr so ein grün. Und auch hier rundum. Und der Vollmond ist hier mehr oder weniger nicht mehr vorhanden. Ja, die grüne Farbe verläuft hier so. Auf der Rückseite alles schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Loyal, also Loyal Athletics, das ist ja die Marke von Contra K. Größe M, wie gesagt, konnte man frei aussuchen. Dann haben wir noch diesen Anhänger mit der Website und dem Barcode. So, jetzt würde mich noch interessieren, eventuell haben wir hier unten noch einen Zettel drin. Jawohl. Hier lesen wir es. Loyal, 100% Baumwolle. Das Ganze ist Made in Turkey. Grüße gehen raus. Und hier unten am Bund haben wir dann auch nochmal hier so einen Aufnäher mit Contra K. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen und kommen zu den beiden letzten Inhalten der Box. Wir haben hier einmal dabei Sticker, in diesem Fall zwei Stück. Einmal hier der Cover-Sticker im Querformat und einmal hier Stay Loyal. Also zwei Sticker, Hochglanz und Größe so A6, also Postkartenformat. Und als letztes haben wir ein Poster. Und zwar ist das dieses hier. So sieht das aus. Contra K hier auf einer Wolke mit einer ganzen Horde an Hunden. Im Hintergrund wieder der Vollmond und darunter wieder der Schriftzug. Das Poster ist einseitig bedruckt und im Querformat. So sieht das aus. Also wie wir jetzt gesehen haben, bis auf das Shirt sind alle Boxinhalte gleich zu den großen Boxen, wenn auch das Poster etwas anders gefalten wurde oder etwas ja, anders von der Größendimension ist und statt dem Schultergurt, statt dem Schulterholster oder statt dem Rucksack gab es eben das Shirt mit dabei. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster einseitig bedruckt im Querformat, dann das Shirt, wie gesagt Größe des Shirts frei wählbar. Die Sticker, zwei Stück an der Zahl, im Querformat, Hochglanz, A6. Und natürlich das Album an sich, Vollmond im Digipack mit zwei CDs, insgesamt 20 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Vollmond von Contra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.